Ja, so sieht das Gericht aus, wenn es fertig ist. Frischer Spargel mit Kartoffeln, geräuchertem Schinken und dazu eine Sauce Hollandaise. Viel Spaß beim Nachkochen. Ja, schönen guten Abend. Heute wollen wir mal Spargel kochen. Passt natürlich wunderbar zur Zeit. Wir haben jetzt Anfang Juni. Und ja, wir haben auch gleich schön vom Erdbeerfeld, ja, die haben auch Spargel da, haben wir 2,5 Kilo frischen Spargel gekauft. Dazu dann noch Schinken, frische Kartoffeln haben wir gleich dazu gekauft. Und dazu gibt es noch eine Sauce Hollandaise, die machen wir ganz unkonventionell aus der Packung. Ja, also wird einfach nur erwärmt. Ja, wer sie natürlich selber machen will, kann es auch gerne tun. Aber wie gesagt, ein sehr leckeres Rezept, Spargel mit Kartoffeln und Schinken. Wir zeigen euch das gleich. Ja, wenn du den Spargel, legen wir einfach aufs Brett drauf am besten. Dann kann er auch nicht brechen. Drehen den immer und dann, ja, schälen wir immer die Außenhaut ab. Und zum Schluss schneiden wir das holzige Ende ab. So, wir haben jetzt hier den Spargel, der ist geschält und die Enden abgeschnitten. Ja, das Wasser haben wir aufgesetzt und hier auch nochmal die Kartoffeln dazu. Hier kommt bald die Soße rein. Ja, alles ganz unkonventionell. Ja, also hier ins Wasser haben wir nochmal eben 2 Teelöffel Salz reingetan. So, das Wasser kocht für den Spargel und bei dieser Dicke circa 2 cm ungefähr, wir sehen es ja hier auch, wir haben alle so ungefähr so 1,5 bis 2 cm, da sagen wir mal so 15 bis 20 Minuten, also 18 Minuten. Wir gucken uns das gleich an. Jetzt kommen Sie rein, der da noch Zucker reinkommt. So, jetzt kommen Sie rein in den Topf, jetzt kommen wir ein bisschen Zucker oben drauf. Okay. So, jetzt wird der Spargel rausgeholt. Der war jetzt so circa 18, 19 Minuten drin im Topf. Nebenbei haben wir die Sauce Hollandaise eben gemacht. Die brauchte nur erwärmt werden. Ja, so sieht das Gericht aus. Spargel mit Kartoffel, mit Schinken und mit einer Sauce Hollandaise dazu, wie wir es gerade gezeigt haben. Wieder ganz einfach. Spargel kochen, Kartoffeln kochen. Schön Räucherschinken dabei und Sauce Hollandaise, die hatten wir jetzt nicht selber gemacht. Ja, dann wünsche ich euch echt mit diesem Gericht einen guten Appetit. Kann man schön im Mai, Juni, da wird das ja mal wieder angeboten. Kann ich nur empfehlen. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ja, Ja, Appetit. guten Appetit. Ja. Ja, wollte ich noch eben sagen, der Spargel schmeckt sehr, sehr gut. Wirklich. Okay, besten Dank. Ja, vergesst das Kommentieren nicht und tschüss und gehabt euch wohl.